Geschenk von dir bekommen? Mit Verhältniswissen dir mit der anderen Reihe von deiner Mutterseite? Und die anderen Reihe von Baba-Seite? Es hat auch von Sinn und Weise, dass wir die Heilkarte für die anderen Reihe von Baba-Seite zu schenken? Dafür brauchst du ein, zwei, drei, vier. So nimmst du vier Stück für die andere Reihe von deiner Vaterseite. So, das kann auch die Botschaft von der anderen Reihe von deiner Vaterseite zu dir zu geben. Das Unbekannte umarmen. Du musst nicht alles verstehen. Vertraue und lasse dich auf das Unbekannte ein. Erlaube, dass einige unbegreiflich ist. Und bleib. Lass die Sorgen um die Zukunft los. Andernfalls kannst du das jetzt nicht vollständig auskosten. Finde in deinem Inneren den Teil, der Heilung nötig hat. Erinnere dich daran, wie es in der Dunkelheit der Gebärmutter war. Weder Angst noch Sorgen, du könntest einfach sein. Die weibliche Energie erhöht die Fruchtbarkeit und die Fähigkeit, Liebe zu heilen. Der Kopf, logisch und Rede, ordnet sich dem Herzen, Liebe und Fühlen unter. Romantische Sexualität. Der Geist überlässt dem Gefühl die Führung. Gleichgewicht entsteht. Ich bin alles und ein und eins und alles. Ich ruhe in mir. Schutz gegenüber allen Arten von Infektion. Grab und Tod halten in der Ausweglosigkeit. Bessere Verbindung zwischen Geist und Seele. So, mit dieser neuen Information, dann schicken wir für die Ahnenreihe von deiner Vaterseite. Und sag mal innerlich, Dankeschön, es tut mir leid, ich liebe euch. Ich nehme sehr gerne die Geschenke, die Talente, die Potenzial von euch. Und alles, die negativ ist, zum Transformieren. Oh.
spüren wir hier. Nặng cho người à? Ok. So, die Ahnenreihe von deinem Vater Seite hat die Geschenk von dir bekommen. Und wie die Verhältnis finden dir mit die Ahnenreihe von deinem Vater Seite? Wie dein erster Chakra, zweiter Chakra, dritter Chakra, vierter Chakra, fünfter Chakra, sechster Chakra und siebter Chakra. Wie die Verhältnis finden dir mit deinem ersten Kind, zweiter Kind, dritter Kind? Dein Herz, deine Lunge, dein Leber, Galle, Milz, Dickdarm, Dünndarm, Blase, Nieren, Nebennieren, die Eierstock, Eierleiter, Gebärmutter, Scheide. Die Wirbelsäule. Hast du noch Ladungen? Deine Augen, Ohren, Oberkiefer, Unterkiefer. Was ist mit deinem Blut? Was ist mit deinem Blut? Dein Blut? Ist das von Sinn und Weise, dass wir die Heilkarte für dein Blut zu geben? Dafür brauchst du eine? Eine? So, nimm eine Karte für. Mit Medizin des Herzens öffne dich für andere Menschen ohne Vorurteile oder negative emotionale Angst oder Eifersucht und heiße sie in deinem Leben willkommen. Machtspiele und Kontrolle behindert dich nur. Lass sie los, das Leben wird wieder ein Spiel. Erfreue dich an den Erfolgen anderer. Gemeinsam die Fülle des Lebens genießen, teile und empfange Freude. So, mit dieser neuen Information, dann veränderst dein Blut. Gut, gut. Und sag mal innerlich, Dankeschön, es tut mir leid, ich liebe mich. Ich bitte um Verzeihung, Vergebung und Versöhnung.
Ugh.